Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind, jo, Level 70er Monolith. Genau, und müssen, jo, natürlich jetzt noch ein bisschen Gas geben, genau. das können wir, weil wir ja jetzt das Schwert haben. Und, ja, es dauert einfach ein bisschen, einige Zeit. Jetzt nicht so gerne, wenn man ja hier schon lange war und da noch sehr lange dudeln muss. Aber gut, da wird auch gerade geschrieben irgendwas von zu vielen Bugs, ist klar. Die haben wir im Let's Play auch schon gesehen, aber eben, die Spiele dauern auch immer wie länger. Und es ist auch kein Entwickler wie Blizzard, aus Activision Blizzard, wo ja noch irgendwie, weiß nicht, 12 Jahre, 14 Jahre alt, nein, 12 Jahre alte Spiele nicht bugverseucht, also entbuggt habe und schon einen Nachfolger herausgebracht, der noch viel mehr verbuggt ist. Also ich rede von eher von Diablo 3, weil ich Diablo 3 gespielt habe und Diablo 4 nicht. Und deshalb, jo, ich meine einfach, wenn ich jetzt schon noch Diablo 3 sehe, oder? Es ist halt schon extremst noch bugverseucht und alles Mögliche. Aber gut, eben die Spiele werden scheinbar nicht mehr clean entwickelt. Die sind voller Krankheiten. Jo, aber mich stört es nicht. Ich hoffe euch auch nicht so. Man hat auch von Bugs ein bisschen Spaß. Oder durch Bugs war ein bisschen mehr Spaß. Und, ja, Fehler sind halt überall. Man kann halt nichts machen als Spieler. Außer natürlich das Spiel zu ignorieren, aber ihr wisst es, ich kann zum Beispiel Spiele nicht ignorieren, die mich zu sehr interessieren. Egal, ob sie eben Bugs haben oder nicht mehr von anderen gespielt werden oder so. Aber ihr seht es ein bisschen, es macht halt trotzdem Spaß und jo, es ist einfach natürlich eine lange Zeit, wo man so Spiele spielen muss, damit man sie richtig durchspielt oder auch kennenlernt, oder? Manche Leute sagen so, ja, okay, ich habe einen Bug gefunden, komm, spiel ein anderes Game. Ist es die Sucht nach Neuem? Ist es die Sucht nach Luxus? Keine Ahnung wieso. Aber das macht mir doch nichts aus, wegen ein paar Bugs das Spiel weiterhin zu spielen, die Bugs halt manchmal auch auszulösen oder eben nicht, indem man sie umgeht oder so, wenn man es kann. Aber, jo. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, oder? Ich bin einer der Einzigen jetzt momentan auf YouTube, der noch so Last Epoch Parts bringt mehrere. Es werden immer nur Kurzvideos gepostet oder so. Oh, ich habe da irgendwas Neues gefunden und so weiter. Aber es ist schon längere Zeit. Es gibt noch einen deutschen, habe ich gesehen, und einen englischsprachigen. Aber die haben alle auch nicht viele Aufrufe. Und scheinbar machen sie auch nicht so gut. Also ich sehe es einfach, wenn ich Parts ein bisschen schaue, sie sind nicht professionell, sie sind eher Anfänger. Und ja, ich bin ja auch nicht professionell, aber ich möchte nicht professionell sein, sondern ich möchte das zeigen, was ihr wahrscheinlich auch sehen würdet, wenn ihr eine Folge aufnehmen würdet, oder? Ich möchte nicht ein Star sein, ich möchte halt einfach zeigen, ich spiele das Spiel, ich kommentiere es, ich sehe die negativen Sachen, ich sehe die positiven Sachen, ich sehe eure Sachen, weil ihr in die Kommentare schreibt oder selber Videos macht und so. Und nicht irgendwie, oh, look, schaut mal, das Game ist so geil, kommt, kauft es. So Sachen, oder? Also es ja, und das trotzdem, dass es mir wirklich nicht gut geht gesundheitlich, möchte ich natürlich jo, so authentisch wie möglich rüberkommen. Und das ist meistens auch schwer, oder wenn ein Game von vielen zerpflückt wird oder auch ja, fanmäßig, oder? Sehr ja, gelobt wird, da eigentlich so zu bleiben, oder als würdest du das spielen, Mister oder Mrs.
Ja, zuerst miss es und dann miss es, sorry. Aber das ist genau, jo, man macht Fehler oder man ist ein normaler Mensch. Man ist nicht irgendwie die ganze Zeit am Vordenken, was soll man reden. Und gesundheitlich geht es halt auch nicht immer so. Es hat eine Konzentrationskrankheit, also eine Nervenkrankheit. Es geht auf die Konzentration. Aber ich bin froh, dass niemand schreibt, hey, sag mal etwas Richtiges in der richtigen Reihenfolge und so. Das ist ein bisschen nämlich komisch, oder? Also, es würde jeder Part so wie ein Film sein müssen. Genauso wie ein Spiel die ganze Zeit wie ein Film sein muss, oder? Also, ja, so gut wie möglich. Es muss doch Spaß machen und Spaß kommt auch, wenn das Spiel nicht so mega gut ist oder mega umfangreich ist oder mega gehypt wird. Oder? Das ist immer so die Sache. Die Menschen tun sich da manchmal auch zu viele Gedanken machen, zu viele Sachen müssen stimmen, als würden sie irgendwie, ja, um Leben und Tod gehen. Das ist so. Weil wenn man keinen großen Anspruch hat, also nicht irgendwie verwöhnt ist oder so, hat man doch viel mehr Spaß. Aber ich sehe immer wieder, bei ganz großen Streamern, die haben keinen Spaß mehr. Sie leiden unter ihrem, ja, extrem verwöhnten Dasein. Bekommen die Aufrufe einfach in den Schuh geschoben. Und ja, es passiert einfach viel zu viel bei denen. Also es ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch, was eigentlich so eine Influencer-Daseins-Zeugs ist. Oder am Anfang gibt man sich Mühe, später wird halt alles in den Arsch geschoben. Muss ich schon fast sagen. Also, ja. Andere hätten vielleicht 1000-mal mehr Aufrufe als ich, obwohl eben ich und die dann weitermachen würden. Oder wahrscheinlich eher nicht mehr. Ich sehe auch immer wieder, dass Leute einfach irgendwas anfangen und dann sofort wieder beenden, weil sie sehen, oh, es gibt nicht genug Aufrufe oder in den Livestreams, ja, es gibt nicht genug Unterstützung, die Leute wollen es nicht sehen und so weiter. Da bleibe ich schon länger dran. Ich habe zwar Projekte, wo irgendwie wegen technischer Probleme oder wegen zum Beispiel zu wenig Zeit, ich habe immer ein bisschen zu wenig Zeit und mache eigentlich immer Überstunden, dass ich da eigentlich, ja, einfach abbrechen muss, oder? Aber nie wegen den Aufrufen oder nie, weil das Spiel irgendwie schlecht ist oder so. Ich habe eigentlich immer Spaß. Oder oft jedenfalls. Ist natürlich auch immer so eine Sache. Man selber merkt manchmal gar nicht, wie viel Spaß oder wie viel Langeweile man hat. Man will einfach irgendwie entweder etwas Neues machen oder halt doch etwas nicht. Oder ja, nur spielen und nicht aufnehmen oder einfach wechseln. Ganz viele Sachen. Ich finde der Beat einfach mega geil. Habe ich das heute schon gesagt in diesem Part? Nein, habe ich nie. Physisch Schaden. Nein. Habe ich genug, glaube ich. Und ich brauche es ja nicht für den Bild. Also Giftwiderstand mit Vitalität ist gut, aber es sollte höher sein. Genau, jetzt habe ich da etwas. Ich habe ja das Amulett. Ah, das funktioniert jetzt gar nicht. Also es ist so, wenn ich jetzt wieder das andere Amulett nehme, dann verliere ich wieder einen Punkt hier. Und ich müsste jetzt eigentlich hier einen Punkt rausnehmen, glaube ich. Aber dann verliere ich wieder ein Level, das geht gar nicht. Also ein Skill-Level. Also deshalb mache ich den Punkt wieder hier hin und tue dann halt einfach einen Punkt rausnehmen, wenn ich das Amulett wieder equippe. Okay. Hier kommt ein Punkt rein. Hier unten gibt es nur einen Punkt. Den Bereich muss noch erhöht werden. Ich glaube, es ist hier 3 Punkte wegen Mana-Effizienz. Und die Eile da ist auch gut, aber ich bin mir nicht sicher, ich schaue mir jetzt nicht. Ich tue jetzt den Guide nicht schon wieder öffnen.
Einfach weil ich Videos mache und zwischendurch natürlich kurz Pause oder so. Ich öffne immer wieder die Website und ich muss immer wieder auf den anderen Bildschirm schauen und der ist so schlecht platziert. Das ganze Headset-Zeugs, also Mikrofon-Zeugs im Weg ist und so weiter. Das ist echt nicht so gut zu sehen. Ich brauche unbedingt mehr Geld für einen besseren Zweitmonitor. Und der Monitor hier ist ein bisschen langsam, der hat so schlechte... ja, wie sagt man dem? Also, eins ist ja die Frame Time und das andere ist so, ja, wie schaltet es um, wenn es mal irgendwie, ja, das ist wahrscheinlich eher Windows verschuldet, dass es manchmal einfach schwarz wird und dann irgendwie umschaltet, umskaliert, vor allem diesen blöden HDR mal ausmacht und so, obwohl ich ihn ausgestellt habe und so weiter. Also, technisch ist es schon ein bisschen komplizierter. Hm? So, wieder eine Arena. Ich meine, die meisten Sachen bekomme ich technisch auch nicht mit. Also ich interessiere mich einfach zu wenig für Technik. Dann muss ich das noch irgendwie erklären können. Das ist ein bisschen technisch komplizierter, als man eigentlich will erklären. Es gibt halt auch immer wieder Probleme technisch. Es also, läuft echt nicht gut alles einwandfrei. Genauso wie das Spiel in manchen Gebieten extrem viel RAM verbraucht. Die Entwickler machen einfach nichts dagegen. Die haben jetzt seit 3 Jahren, ja nein, seit 1,5 Jahren diese Levels und haben es bis jetzt nicht gefixt. Sie haben jetzt, ja, sie haben eben diese Levels eingebaut, weil sie protzen wollten natürlich wieder mit der Grafik, aber es nicht optimiert. Und ja. Ich weiß, ich sehe es, manche Fans oder eher Spieler sind halt nicht so zufrieden mit den Entwicklern. Eben zu Sachenpreis, oder? Ja. Kann fast nicht lesen, wenn das so weiß auf weiß ist. Weißer Boden ist nicht gut. Vor allem weiße Schrift ist nicht gut. Das ist auch ein Style, das Schiff muss weiß sein, damit man sie nicht lösen kann. Ja, ja. Mir kann es einfach nicht langweilig geben. Ich kann nicht böse sein auf Entwickler, wenn sie etwas nicht gut machen. Ich kann es nur ansprechen, oder? Aber ich kann den Entwicklern nicht irgendwie in die Gedanken reinschauen und sagen, jo, entwickelt doch mal besser. Was ich machen kann, ist selber ein Spiel zu veröffentlichen, aber ihr wisst ja, wie lange das geht. Und ich bin ja sowieso fast, ja, einer der, also ziemlich einer, der sich schon Mühe geben möchte, also auch keine Bugs einbauen möchte. Aber das ist schon schwer, also ich meine, man ist ja alleine, oder, ja. Also ich zum Beispiel möchte alleine entwickeln. Ich möchte vielleicht ein paar Texturen bekommen, Sounds oder sonstiges etwas, aber wenn ich jetzt ein Spiel veröffentlichen will, möchte, dann will ich das Spiel ja auch so gut wie möglich selber machen, oder? Oder ein Entwicklerstudio haben natürlich. Aber ihr wisst ja, wie das mit der Bezahlung und alles geht. Gar nicht. Gar nicht so einer der so vom Staat unterdrückt wird, mundtot gemacht wird, wenn der merkt kein Geld und ja, niemand auf ihn hört. Dass man ja eben eigentlich fast so unterst sein muss, nur weil man ungefähr 5 bis 10 schlimme Krankheiten hat, oder? Dafür halt als superintelligent jo, betitelt wird. Aber das heißt auch, dass sie noch weniger auf mich hören und so. Also es ist eigentlich eine lange Sache, die ich gar nicht so erklären kann. Aber ich selber eben, ich fühle mich jetzt nicht als intelligent, sondern als, ja, einfach ein bisschen richtiger. Also, dass ich einfach mehr Mühe gebe, dass der Staat... Also dass eigentlich alle Menschen auf der Welt es ein bisschen besser haben
Aber scheinbar wollen viele Menschen das nicht haben und sie zerstören das Leben der anderen, oder? Zum Beispiel die blöde Politik, die auch in der Schweiz vorherrscht, die einfach, jo, die Leute sind, die Geld verdienen, aber nichts denken. Und dann fühlst du dich halt auch, wenn du so gesagt wirst, okay, du hast eine mega Hochbegabung und so, hast aber eine Nervenkrankheit, die das wieder ein bisschen kaputt macht und so, dass du einfach nicht mehr zugehört wirst, dass du das nicht mehr machen kannst, dass dir nicht geholfen wird ständig und so Sachen. Also es ist ja, und andere können eben so frei von reden und alle hören sie zu und bekommen natürlich irgendwelche Zuschauer oder ja, irgendwelche Volksleute und die werden unterdrückt und trotzdem müssen sie sagen, ja, der ist super und alles Mögliche. Oder auch, also nicht unbedingt unterdrückt, sondern, ja, es ist schwer zu sagen, aber, oder dass du wie ein Zombie sozusagen ihm folgst. Und das merkt man immer wie öfters, oder? Zum Beispiel hat mir jemand angeschrieben, hey, Diablo 4 ist gar nicht so ein schlechtes Spiel. Du hast ja das und das und das. Einfach diese Seite oder nur die eine Seite eines Spiegels und nicht die andere. Und da denkst du einfach, müssen die Menschen so blöde machen? Ich merke es ja, dass die blöde sind. Das müssen die uns nicht erzählen, oder? Aber dennoch ist es scheinbar völlig okay, die können hier anwesend sein. Es gibt ja sowieso gegen die keine Kritik mehr, weil sich die Leute auch nicht mehr trauen und so weiter, große Leute anzugreifen. Oder es gibt immer wieder Sachen, wie zum Beispiel Schauspieler werden attackiert, Schriftsteller, aber jo, irgendwelche Leute, die halt nur Unsinniges machen, also zum Beispiel Spiele spielen, nein, das ist nicht unsinnig, klar, ich meine ja nur, nein, einfach jo, nicht irgendwas Gutes machen können oder das Böses machen können, die bekommen man halt ihre Fans einfach übel. Also dass es denen gut geht, was nicht brauchen, und denen, das brauchen, denen geht es nicht gut. Das wird immer so weitergehen. Die Welt wird immer ungerechter. Ich kann es immer weniger verstehen, wieso der und der an der Macht ist, zum Beispiel Politiker ist. Oder Schauspieler. Ich sehe das immer wie öfters, oder? Dass ich einfach nicht verstehen kann, wieso diese Person Erfolg hat und eine andere Person nicht. Keine Ahnung. Weil einfach, glaube ich, der Mensch so langsam nicht mehr weiß, worauf er Spaß haben muss. Oder worauf er ja, einfach keine Interesse zeigen soll oder so. Weil es ihm langweilig ist. Oder? Und ja, ich bin einer der ersten Let's Player gewesen, also einer der ersten, der Videos gemacht hat über ein ganzes Spiel in Folgenformat. Und ja, bin eigentlich nie richtig gewachsen, dadurch, dass YouTube einfach mich auch nicht unbedingt beworben hat. Also ich schaue immer auch mit Kollegen, also vor allem mit anderen Accounts, wo meine Videos beworben werden. Also wie schnell kommt denn ein Video, wenn ich irgendwie eingebe Last Epoch Bild mit Vines oder mit Ranken. Und dann kommt mein Video ganz lange nicht. Es kommen andere Videos, zum Beispiel mit Meteor oder mit Warpath und so Sachen. Und erst nach einiger Zeit kommt dann endlich mal mein Video. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, das habe ich nicht nachgeschaut, weil das jetzt auch zu neu ist, der Bild. Aber ich habe einfach das Gefühl, oder wenn man nicht zeigt, dass man werbefreundlich ist, bekommt man einfach von der Suche überhaupt keine Vorschläge. Jetzt mittlerweile, ja, seit ungefähr 2 Wochen oder so, bin ich plötzlich dann zufällig mal dazwischen, wenn ich zum Beispiel Last Epoch eingebe. Aber das ist auch nur, weil es relativ wenig Videos gibt über Last Epoch. Das ist, jo,
Wahrscheinlich einfach ein purer Zufall, ob ich dann mal auftrete oder nicht. Weil es gibt manchmal Suchanfragen, wo dann 200 Mal Parts von einem einzigen Let's Player oder Livestreamer ist, oder? Und erst dann kommt überhaupt ein nächster. Also, ja, das wisst ihr sicher, dass YouTube-Suche völlig kaputt ist. Also, richtig nur Werbeinhalte oder so machen. Und dadurch, dass ich wirklich auch, ja, nach sehr langer Zeit wieder sehr gute und treue Zuschauer habe, kommen auch relativ viele fremde Zuschauer wieder. Und deshalb habe ich jetzt momentan ein bisschen mehr Zuschauer. Natürlich nicht viele, aber ich sehe eigentlich schon fast am meisten, außer diese bestimmten Videos von, ich glaube, Action RBG heißt einer. Und der andere heißt, ja, einfach diejenigen, die Videos machen über Last Epoch News und so Sachen. Sachen einfach vom Entwickler in die Arme geschoben werden. Das finde ich irgendwie, ja, zwar schon gut natürlich, aber das ist halt wieder etwas, was ungerecht ist, oder? Wenn man News-Videos macht, dann sollte man die nicht vom Entwickler bekommen, sondern irgendwo abposten vom Entwickler, oder? Also, dass man halt Ding, aber das macht Cicerin ja auch die ganze Zeit bei Path of Exile. Er bekommt die Sachen einfach da, er darf mitmachen überall und so weiter. Es ist eigentlich nur noch eine Werbeplattform, also das Let's Playen meine ich, nicht YouTube. Ja, YouTube ist sowieso schon lange eine Werbeplattform. Aber dass einfach nur noch Werbung die Sache sagt. Obwohl eigentlich der Mensch gesagt hat, er will weniger Werbung sehen, muss immer wie mehr Werbung geschaltet werden. Und ja, ich fühle mich natürlich zwar nicht schlecht, weil ich ja ohne Werbung so weit komme, wie ich bin. Kann, oder? Aber andere halt immer alles Vorteile haben. Immer ständig Vorteile. Weil sie Werbung machen. Weil sie irgendwie so 3 bis 5 Minuten lang im Video noch Unterbrechungen haben, die niemand interessiert. Wahrscheinlich werden sie überhaupt gar nicht geschaut, immer weitergespult, aber sie sind drin und sie werden von der Community akzeptiert. Ja, perfekt, oder? Perfekt für die Leute, die gar keine Werbung machen. Aber ja, so ist es, oder? Und eigentlich willst du als Let's Play-Zuschauer, willst du ja sehen, wie das Spiel wirklich ist. Und dann bekommst du immer auf den Hintern das über: Oh, das Spiel ist perfekt, kauf das, weil ich brauche das Geld. Oder der andere braucht das Geld, oder der Entwickler. Aber dafür bekomme ich dann wieder mehr Aufrufe. Das ist also richtig. Ja, schon sehr gemein, dass es auch schon wieder lustig ist, oder? Aber so sind die Menschen heutzutage, oder? Sie haben genauso wie Fußball. Ich möchte Fußball spielen, weil es meiner Gesundheit gut tut. Andere wollen Fußball spielen, damit sie noch mehr Geld, damit sie noch mehr dem Geld Haufen nach oben kraxeln können. Und das hat für mich keinen Einfluss, das Geld. Also mit Geld kann ich wirklich tolle Sachen machen. Sehr hilfreiche Sachen für die Menschheit. Aber kann ich das dann auch, wenn ich das Geld habe? Wahrscheinlich wie die meisten Leute kann man das Geld halt dann wirklich ja, gar nicht mehr so richtig raushauen. Man gibt viel mehr Geld aus, das ist ja klar, aber man verdient ja auch sehr viel mehr Geld. Und ja, manche kaufen sich halt eine Yacht und andere spenden halt das Geld. Und machen dann ein Video, damit sie wieder mega viele Zuschauer haben und geben das Geld dann vom Video wieder alles aus. Hä? Wieso spendet man dann? Okay, man spendet, weil man es ja, einfach etwas Gutes zeigen möchte. Aber macht halt auch wieder etwas dagegen Schlechtes. Und ja, den anderen wird es ja geholfen, denen gespendet wird vielleicht. Aber das ist wahrscheinlich ein mega kleiner Prozentsatz von dem, was wirklich durchkommt durch diese ja, Spenden. Ist ja auch genauso gleich wie zum Beispiel ja, so eben so Hilfsorganisationen oder so. Das meiste Geld verbrauchen sie, um überhaupt das Geld dorthin zu schicken. Diese Zinsen heutzutage.
Und dann einfach auch noch die, ja, die Leute, die wirklich irgendwie dorthin reisen müssen dann. Nicht die, die vor der Kamera sind oder Werbung machen. Nein, das sind andere. Und das, ja, es ist einfach so, als der Mensch wird eigentlich belogen. Für eben noch mehr Geld, für noch mehr, ja, Elend. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich unterstütze mal Leute, dann würde ich das denen geben, die es brauchen, nicht denen, die es verlangen. Also nicht Organisationen, sondern ich würde selber dorthin gehen und selber ja, das Geld eigentlich investieren. Als Geschenk oder als Unterstützung. Aber wenn du einem auf der Straße Geld gibst, der kann ja alles mit dem Geld machen. Ist schon geil, aber auch Freeze Multiplayer. Ja, weil er zwei Stats hat, nämlich. Aber ist ein bisschen komischer. Wann ist das eigentlich reingekommen? Ist das schon immer so, dass sie zwei haben, also zwei haben können? Ich glaube schon, aber sie sind halt sehr selten. Das ist übrigens etwas, was ich schon öfters gesehen habe. Vielleicht, weil ich viel spiele. Aber nie so richtig, ja, gut hatte. Wahrscheinlich ist es halt wirklich zu unterschiedlich, die Stats, dass sie gut genug wirken. Ah, muss das sein? Er bewegt sich wieder. Dumme Clown. So. Lagunclown. Der Lagunclown. Sehen schon ein bisschen lustig aus. Lol. Wie viele Spalterlösungen brauche ich noch? Vielleicht ist er ja besser. Ich glaube, der ist schlechter, hä? Ja. Das ist ja fast Minimum. Ich brauche keinen Minimum Spalterlösung. Ich brauche eine perfekte Spalterlösung. Ah, die Würfel sehen so cool aus. Ich brauche auch blutrote Würfel. Ich finde irgendwie blutrote Würfel sehen gar nicht mal so blutig aus. Es ist ja auch ein anderes Material. Es ist ja nicht Bluttextur drauf, sondern es ist einfach blutrot. Und irgendwie Würfel sind ein bisschen gemütlich. Oder verwirrend. Ja, okay, Würfel nicht. Aber T20 oder so. Also T6 Würfel? Nein. Ist auch nur so eine Sache. Was ist auf der anderen Seite eines Würfels? Eine Zahl. Also bei der 6 ist die 1. Bei der 4 ist es, glaube ich, die 3. Dann ist mit 5 die 2, oder? Die 2, die 5. Ja. Aber Würfel, ja. Benutze ich nicht viel. Ich bin eher eben der PC-Spieler als der Brettspiel. Spieler oder so. Ich habe früher auch ja, mehrheitlich Tabletop gespielt, Warhammer 40.000. Da braucht man natürlich auch keinen Würfel. Jo. So, nach diesem Echo ist leider auch die Part wieder zu Ende. Ich mache langsam zu lange Parts. Es ist besser, wenn ich ein bisschen mehr unterbrechen könnte. Spiel will aber nicht so. Ich mache auch bald wieder ein Livestream, vielleicht heute schon. Ja, es ist auch schon recht spät, fast 2 Uhr morgens. Muss so langsam auch gehen ins Schlafen, ins Schlafzimmer. So.
Wieso müssen eigentlich drei von diesen Spitzen sein? Sie schießen ja irgendwie langsam, wenn es drei sind. Also die Einer-Spitzen, die schießen recht oft. Und die Dreier-Spitzen, die schießen eigentlich relativ langsam. Und je nach Entfernung auch, oder ob man stillsteht oder läuft. Also wenn man stillsteht, schießen sie glaube ich gar nicht mehr. Haben früher aber noch. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber es haben relativ viele Leute haben das gepostet. Dass sie unbedingt wollen, auch manchmal kurz verschnaufen können, jetzt das Inventar schauen können und so. Aber ich weiß nicht, was die Entwickler halt gedacht haben, eben scheinbar gar nichts, oder dass sie diese Spitzen genommen haben. Als, ja, Echo-Mission. Ist halt einfach nervig. Also ich bin ständig immer mich am, ja, diesen Nerven herumzulaufen, und nicht, um nicht zu getroffen zu werden. Naja. Ist einfach nicht gut genug. Also mir gefallen die Bosse eigentlich am besten, beziehungsweise Ambush ist auch ziemlich geil, plötzlich dann einfach eine Missionänderung zu bekommen. Oh, es gibt einen Angriff und dann ist das einfach die Mission, sondern die andere. Ist eigentlich ziemlich cool, aber manche Ambush-Bosse sind richtig asozial. Ist nicht gerade so ein Top-Gegner, der immer kommt. Also entweder kommt der Giftkäfer, es gibt da die Skelettassassinen, es gibt so Mage, glaube ich, noch, genau, weiß ich es nicht mehr. Also es kommen einfach viel zu selten. Was gibt es noch? Skelette. Es gibt Skelettassassinen und es gibt, glaube ich, noch irgendwie Nahkampfskelette oder so. Auf jeden Fall irgendwelche mit Umhängen oder so. Was sind das, die Assassinen, die mit umhängen? Jo, auf jeden Fall nicht ganz so viel Auswahl, oder je nachdem, welcher Monolithen es ist, hat andere Auswahl. Ich glaube, in diesem Part haben wir kurz den Käfer gesehen, gell? Was war das im vorigen? Jo, dann haben wir hier noch eine Rüstung. Ja, Rüstungsecho. Cool. Gut, da haben wir 4, nein 5. Okay. Schön. Also, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Bye.